Seid mir gegrüßt, ihr höchst fidelen audiophilen Tontechnik-Enthusiasten. Ich bin zurück aus dem Urlaub und jetzt geht's weiter mit meinen Videos. Und zwar heute mit einem besonders möglicherweise für Gamer interessanten Mikrofon, nämlich dem Samson C01U Pro. Geht los! Mehr Videos wie dieses gibt es natürlich in der Playliste da oben. Hier, in der Ecke. Außerdem funktioniert ein Video wie dieses am besten mit einem sehr guten Kopfhörer, wie dem hier. Das ist der Beyerdynamic DT770 Pro. Review findet ihr natürlich auch da oben. Wie immer, Logo. Und wer meine Videos gut findet, der findet natürlich Links zu dem Mikrofon, zu meinem Equipment und den sagenumwobenen CPSSL, den Community Power Support Squad Link, ebenfalls in der Videobeschreibung. Dieses Mikrofon wird euch übrigens bei eurer ersten Million um relativ genau, also eigentlich ganz genau, 69 Euro zurückwerfen. Das Mikrofon ist per USB-Kabel mit meinem Windows 10 PC verbunden. Dort steht der Pegel auf 90%. Wir werden nachher noch sehen, wie viel Rauschen das Mikrofon verursacht, wenn wir den Pegel ändern. Außerdem das solide Grundrauschen von dem Ding auch noch. Aber jetzt erstmal, was kommt alles mit diesem Mikrofon in der Schachtel? Wir finden neben dem Mikrofon ein USB-Kabel, ein Tischstativ aus Metall, einen Gewindeadapter, um das Ding an jedem verfügbaren Mikrofonarm befestigen zu können und ein paar Seiten Papier als Anleitung. Das komplette Mikrofon besteht aus Metall, vermutlich Aluminium. Auf der Unterseite des Mikrofons gibt es den USB-Anschluss und das Gewinde für die Halterung. Vorne finden wir den Kopfhöreranschluss, der übrigens auch für latenzfreies Abhören gedacht ist, für den es allerdings leider keine Lautstärkeregulierung gibt. Der hat eine fest eingestellte Lautstärke, alles andere muss am Rechner geschehen. Darüber gibt es eine zweifarbige Status-LED, die grün ist, sobald das Ding normal funktioniert, und die anfängt rot zu leuchten, sobald wir übersteuern. Das Gitter besteht aus zwei Lagen und ist ebenso wie der Rest des Mikrofons aus Metall. Sonst gibt's an dem Mikrofon nicht wirklich viel zu entdecken. Das Mic bietet uns eine maximale Aufnahmequalität von 16 Bit bei 48 kHz, einen Frequenzverlauf von 20 bis 18.000 Hz, eine maximale Belastbarkeit von sage und schreibe 140 Dezibel und eine Sensitivität von minus 36 Dezibel. Dann noch einen Signal-zu-Rauschabstand von respektablen 74 Dezibel und das Mic alleine wiegt 409 Gramm. Als Kapsel werkelt hier eine 19 mm große Kondensatorkapsel mit Supernierencharakteristik, was so viel bedeutet, wie dass das Mic hauptsächlich vorne empfindlich ist, aber auf der Rückseite noch einen winzigen Bereich hat, in dem es Geräusche wahrnimmt. Wie sich das anhört, sehen wir danach gleich im Soundcheck. Das Ding funktioniert treiberlos an Windows und Mac sowie an mobilen Endgeräten wie Android oder iOS-Devices. Das Design des Mikrofons ist bewusst schlicht gehalten, denn es ist schließlich der Nachfolger des allerersten auf den Markt gebrachten USB-Mikrofons, das war 2005, ebenfalls von Samson, und es hört auf den Namen C01U. Zumindest sagt das die Website, dass das das erste kommerziell verfügbare USB-Mikrofon ist. Glauben wir das mal, coole Sache, wieder was gelernt. Soundcheck! Ich bin nun ca. 80 cm vom Samson C01U Pro entfernt. Ich bin nun noch ca. 50 cm vom Samson C01U Pro entfernt. Jetzt bin ich noch ca. 30 cm vom Samson C01U Pro entfernt. Jetzt bin ich noch ca. 10 cm vom Samson C01U Pro entfernt. Und nun bin ich noch ca. 0 cm vom Samson C01U Pro entfernt und muss leise sprechen, denn meine Aufnahme klippt sonst. Und das wollen wir nicht. Nun bespreche ich das Mikrofon direkt von vorne ganz genau auf die Kapsel drauf. Und jetzt bewege ich mich um das Mikrofon herum, um zu sehen, wie sich der Schall und der Klang ändert, wenn ich das Mikrofon zum Beispiel von hinten bespreche. Das ist übrigens der Punkt, den ich vorher meinte. Von der Seite hört man eigentlich nur Reflektionen aus dem Raum, und wenn man ziemlich genau hinter der Kapsel ist, dann fängt das Mikrofon an, hohe Töne wie Zischlaute wieder aufzunehmen, und zwar sehr deutlich. Allerdings der Rest vom Schall, der wird weiterhin nur als Reflektion aufgenommen. Das Mikrofon klingt von vorne immer noch so und von oben dann so. Das klingt irgendwie plastikmäßig. Und deswegen besprechen wir es weiterhin direkt von vorne. Das ist besser. Besser ist das. Was ihr nun hört, ist das Grundrauschen des Samson C01U Pro bei 90%.
Und nun werde ich mal den Pegel in Windows verändern, um zu sehen, wie viel Rauschen das direkt von dem Mikrofon kommt und wie viel Rauschen aus dem Rechner kommt. Mal sehen. 0%. %25. 50%. 75%. 100%. Ich habe den Pegel des Mikrofons nun auf 80% eingestellt, denn ich bin relativ nah am Mikrofon dran. Und jetzt testen wir das Ganze mal mit einer mechanischen Gaming-Tastatur. Übrigens, Alphawise V1 Video da. Okay? Cool. Nachdem ich im Video zum Behringer XM8500 nach einem Test mit der mechanischen Gaming-Tastatur gefragt worden bin, hier schiebe ich den Test schnell mit ein, dann habt ihr auch einen direkten Vergleich zwischen dem Behringer und dem Samson. Also, das sind typische Gaming-Geräusche. Ich würde sagen W, A, S und D und jede Menge Klicken, wobei man das Klicken wahrscheinlich nicht hören wird. Das ist also das Tippgeräusch, das in die Aufnahme gelangt, wenn ihr ein Behringer Ultra Voice XM8500 benutzt mit einer mega lauten Gaming-Tastatur. Aber die Tastatur ist mega laut. Irgendwie was Richtung Cherry MX Blues plus 1-2 Dezibel extra Lautstärke. Das ist der Lärm, den man so vernehmen kann. Nun tippe ich in meine Rubber Dome Gaming Tastatur die Kombinationen WASDA, SWSDE und so weiter hinein. Ihr kennt den Geheimcode ja. Und das ist der Teil der Tastatur, der mit in die Aufnahme gelangt, wenn ihr das Samson C01U Pro benutzt. Und das ist das Geräusch einer Rubber Dome Gaming Tastatur, die in die Aufnahme gelangt, wenn ihr das Behringer benutzt. So viel für die Gamer unter euch. Conclusion Time! Ich habe mir jetzt die ganzen Aufnahmen direkt nochmal angehört, um wirklich ein sofortiges Feedback geben zu können. Also, ich finde den Klang dieses Mikrofons beeindruckend gut. Er hat eine sehr angenehme, runde Form, also Stimmen werden super, super geil wiedergegeben. Auch Instrumente klingen mit dem Ding wirklich gut. Und das Einzige, was mir nicht so ganz passt, ist der Kopfhörerausgang. Der ist zwar praktisch und man kann sich selber hören und das auch verzögerungsfrei, aber der rauscht ziemlich stark. Wenn man das also als dauerhaftes Setup nutzen will und seinen Kopfhörer immer an dem Mikrofon hat und das Mikrofon als externe Soundkarte benutzen möchte, dann kann man sich darauf einstellen, dass da sehr viel Rauschen ist. Wenn man es nur zum Aufnehmen und den Kopfhöreranschluss nur zum Monitoren hernimmt, einmal frei, passt, kann man lassen. Was mir außerdem vielleicht nicht ganz so gut gefällt, ist das etwas hohe Grundrauschen dieses Mikrofons, was auch darin begründet sein mag, dass dieses Ding 90% Pegel benötigt in Windows. Ich mache hier nochmal einen kleinen Test, stell mal den Pegel einfach ein bisschen runter. Man kann das Mikrofon natürlich auch so betreiben, dass man den Pegel auf 60% runterschraubt, so wie ich das gerade eben gemacht habe. Dann muss man allerdings sehr, sehr nah rangehen und ziemlich laut in das Mikrofon hineinsprechen, um denselben Pegel zu bekommen, den man vorher hatte. Außerdem ist dann ein Popfilter wie dieser Aufsteck-Popfilter oder ein regulärer Popfilter absolut Pflicht. Denn bei einer Entfernung von 5 bis 8 cm hilft auch die beste interne Popschutzeinrichtung nichts mehr, wenn man da reinplärt in das Ding, weil man halt laut reden muss. Allerdings bekommt man ebenso einen sehr, sehr leisen Grundrauschpegel und Umgebungsgeräusche werden nochmal stärker abgedämmt. Aber das ist halt nicht die optimale Lösung. Wie gesagt, man muss wirklich nah rangehen und man muss wirklich laut reinlabern. Dennoch, auch bei 90% oder von mir aus auch 80% Pegel ist das Grundrauschen
im Rahmen für ein USB-Mikrofon, würde ich sagen. Kann man lassen, ist nicht perfekt, aber nah dran. Was ich noch sehr beeindruckend finde, ist die Nebengeräuschreduktion. Also deswegen habe ich am Anfang auch gesagt, es ist möglicherweise gut für Gamer, weil Tastaturgeräusche relativ gut abgeschwächt werden und auch Raumhall keine wirklich große Rolle spielt bei dem Mikrofon. Es ist sehr unempfindlich in Sachen Lautstärke, also man kann wirklich laut in dieses Ding reinlabern. Die Kehrseite der Medaille ist allerdings, dass man relativ viel Verstärkung braucht schon bei der Aufnahme. Deswegen ist mein Pegel auch bei 90%. Das ist relativ viel. Und was auch noch sehr geil ist, ist die Plosivreduktion, also der interne Popschutz quasi. Wenn ich jetzt nicht zufälligerweise direkt hineinploppe, dann hört man es natürlich schon. Aber wenn ich so ein kleines bisschen dran vorbeispreche oder ein kleines bisschen weiter weg bin, dann sind Plosive überhaupt kein Problem mehr. Man bedenke, ich habe keinen Popfilter oder so einen Scheiß hier. Also, wenn man zum Beispiel noch so einen Aufsteck-Popschutz nimmt, dann hat man überhaupt keine Probleme mehr mit Plosiven. Plosiven hört man ja ganz gut. Kann man lassen. Sehr gut. Das haben sehr wenige Mikrofone, dass die so unempfindlich gegen Plosive sind. Dieses Mikrofon bekommt meine direkte Empfehlung für Let's Player oder auch für Leute, die einfach nur ihre Stimme aufnehmen wollen. Denn der Sound der Stimme, die durch dieses Mikrofon kommt, ist einfach eine runde Sache. Saugeil. Man darf halt nur nicht allzu weit weggehen, weil sonst ist der Pegel etwas leise möglicherweise. Und sonst, ja, kann ich das Mikrofon absolut empfehlen. Gut, damit wisst ihr Bescheid über das Samson C01U Pro Kondensator USB-Mikrofon. Ja, Hinweis in eigener Sache noch. Ich halte euch wie gesagt auf dem Laufenden über den CPSSL, den Community Power Support Squad Link. Läuft, Leute. Ich denke, ich kann diesen Monat noch das Shure SM7B bestellen und dann teste ich das für euch. Geile Sache. Ich möchte mich hier an dieser Stelle nochmal bei euch allen für euren Support und die Nutzung des CPSSL bedanken. Wer es noch nicht weiß und mich dennoch kostenlos unterstützen möchte, der sollte diesen Link öffnen, einfach im Browser als Lesezeichen speichern und jedes Mal, wenn er zu Amazon möchte, über diesen Link gehen. Dadurch bekomme ich nämlich, egal was gekauft wird, für alles eine kleine Provision von Amazon. Dadurch ändert sich der Preis für euch natürlich nicht, aber ihr unterstützt mich tatkräftig. Herzlichen, herzlichen Dank an alle, die schon mitmachen und auch an alle, schon mal im Vorhinein, die das in Betracht ziehen. Dankeschön. Gut, für heute war's das. Mein Name ist Stefan, ich bin der Techboss. Es war cool, dass ihr hier wart und ich muss jetzt hier raus, weil es ist tierisch heiß in dieser Kammer. Ich schwitze und glänze wahrscheinlich schon wie ein Einser. Deswegen macht's gut, bis zum nächsten Video und ciao. Ist das warm? Da kriegst du ja einen Vogel. So, gut. Mit einer Supernierencharakteristik, was so viel wie Kapsel, was so viel wie Alter, als Kapsel arbeitet hier eine 9... Alter.